Seit jetzt mindestens schon einiger Zeit, in der ich jetzt schon YouTube betreibe, weiß ich, dass Audio so eigentlich das Wichtigste ist, worauf man achten muss in einem YouTube-Video. So habe ich mir am Anfang ein Lavalier-Mikrofon von Rode für 50 Euro gekauft. Dann ging es weiter mit einem Wireless-Mikrofon und dann habe ich mir irgendwann ein dynamisches Mikrofon gekauft, was ich auch jetzt momentan habe. Wie ihr es wahrscheinlich auch schon im Titel abgelesen habt, geht es heute um dieses Mikrofon hier, um das Shure SM58. Und wieso ich denke, wieso das ausgerechnet das beste Mikrofon für YouTube ist. Legen wir los. Erstmal ein kleiner Scherz zuvor an meine Situation hier anbelangt. Wie würde ein normaler Mensch auf einen Unfall an einem Arm reagieren? Oh nein, das tut so weh, was soll ich jetzt machen? Ey, wir müssen ins Krankenhaus. Und so würde ein Bodybuilder reagieren. Scheiße! Keine Bizeps-Curls mehr! Ey, ganz ehrlich, genau das war meine erste Frage, als ich diesen scheiß Gips bekommen habe. Wirklich. Also jetzt mal ehrlich. Jetzt muss ich eine ganz schöne Weile hier erstmal ohne Fitnessstudio auskommen. Und das bereitet mir schon, ehrlich gesagt, gerade ein paar Sorgen. Aber gut, das ist jetzt erstmal nebensächlich. Am Anfang habe ich ja grob angedeutet, dass es sehr, sehr viele verschiedene Arten von Mikrofonen gibt. Es gibt einmal ein Lavalier-Mikrofon, was mit Kabel betrieben ist, was man dann in zum Beispiel sein Handy reinstecken kann, um das dann aufzunehmen. Es gibt Wireless-Mikrofone, wo man dann kein Kabel mehr braucht und es dann direkt in die Kamera stecken kann. Es gibt Richtmikrofone, die man sich dann entweder auf die Kamera stecken kann oder noch besser dann einfach hier über den Frame dann oder halt dann auch noch so welche Mikrofone, die man dann halt hier mit einem Kabel betreiben muss, noch Rekorder rein und da wäre dann noch ein Kondensator oder halt ein dynamisches Mikrofon möglich. Und von diesen ganzen Mikrofonarten habe ich mich jetzt für eins entschieden, nämlich für ein dynamisches Mikrofon. Jetzt könnte man sagen, ey, wieso jetzt ein dynamisches Mikrofon und wieso eigentlich genau das Shure SM58? Also erstmal war für mich von Anfang an klar, dass ich ein dynamisches Mikrofon haben will. Ich wusste, dass ich keinen perfekten Raum habe, wo es auch Schall drin gibt. Wie man jetzt auch jetzt an dem Kamera-Audio hören kann, das hört sich einfach kacke an. Und davon her wusste ich auch schon, auf jeden Fall, ich brauche ein dynamisches Mikrofon. Man muss dazu sagen, eigentlich nutze ich ja bisher auch Kondensatormikrofone, wie zum Beispiel auch an meinem Lavalier oder meinem Wireless-Mikrofon. Das sind Kondensatormikrofone. Aber man merkt halt wirklich einen Unterschied. Dynamische Mikrofone unterdrücken diese Hintergrundgeräusche, aber auch den Hall wirklich sehr, sehr gut. So kann ich dann nämlich jetzt dann auch zum Beispiel einfach an einer gut befahrenen Straße auch einfach so hier ein Video aufnehmen, obwohl hier einfach Autos direkt neben mir vorbeifahren. Das würde mit einem normalen Kondensatormikrofon, einem Ansteckmikrofon, nicht so einfach gehen. Aber auch sogar für laute Musik ist das hier einfach nur perfekt. Ich habe gerade einen sehr, sehr lauten Party-Mix von Tobi. Und auch hier ist diese Hintergrundunterdrückung einfach nur krass. Hier jetzt mal kurz das Kamera-Audio. Ich finde, das ist irgendwie voll so der Reporter-Style. Wo wir gerade von Reporter geredet haben, hier jetzt auch nochmal typische Kaffeegeräusche. So würde es sich anhören, wenn ich das direkt von der Kamera aufnehmen würde. Und jetzt wieder das Audio von dem Shure SM58. Genau deswegen liebe ich dieses Mikrofon, weil es auch trotz dieser blöden Hintergrundgeräusche und auch wenn es mal Schall gibt, auch sich einfach toll anhört. Als zweiten Grund habe ich mich auch gezielt für das Shure SM58 entschieden, da es auch einfach so preislich günstig ist. Ich habe das Mikrofon jetzt für 50 Euro gekauft, als es im Rabatt war. Normal ist es für ungefähr 100 Euro zu kriegen, aber auch selbst das ist noch günstig. Gut, man kann jetzt sagen, es bleibt nicht nur bei dem Preis dieses Mikrofons. Man muss sich gegebenenfalls noch ein XLR-Kabel dazu kaufen, noch einen Mikrofonstand, wenn man noch das ganz am Schreibtisch bedienen will und halt dann auch noch ein Audio-Interface, was ich am meinem Schreibtisch liegen habe oder halt so ein Audiorekorder, den ich momentan nutze. Das ist übrigens der Zoom H4n Pro. Und ich kann euch sagen, diesen Zoom H4n Pro, den habe ich nicht lange. Den habe ich mir erst vor ein, zwei Wochen gekauft und davor die ganzen Aufnahmen, die ich irgendwo anders als in meinem Zimmer gemacht habe, da musste ich ernsthaft mein MacBook und das Audio-Interface mitnehmen. Zum Beispiel meine früheren Shutter News, wo ich am Strand gefilmt habe. Da stand wirklich mein MacBook und mein Interface auf meinem Rucksack unten, weil ich unbedingt mit meinem dynamischen Mikrofon aufnehmen wollte. Ich kann euch so ein Teil hier wirklich nur empfehlen, das erleichtert euch wirklich sehr, sehr viel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch wirklich diesen Zoom H4n Pro empfehlen würde, denn der rauscht wirklich sehr. Ich habe erwartet, dass das Shure SM58 da noch geht, weil man ja sagt, das ist nicht so ein Mikrofon, was wirklich viel Leistung braucht, aber trotzdem raucht es sehr, sehr viel. Ich nutze den Zoom H4n Pro gerade auf Lautstärke 75 und wenn ich das jetzt mal unbearbeitet lasse, dann hört ihr wirklich hier auch Rauschen drin.
Was ich dann immer nochmal nach der Aufnahme mache, ich packe das Ganze in Audacity rein und entrausche das dann noch. Ist auch nicht perfekt, also fassen wir jetzt auch nochmal das Ganze zusammen. Ein dynamisches Mikrofon, jetzt gezielt das Shure SM58, aber auch andere Alternativen sind wirklich sehr, sehr günstig zu haben. Ich habe meins für 50 Euro gekauft, aber auch selbst für 100 Euro wäre so eine Klangqualität noch wirklich bezahlbar. Früher war es für mich auch noch wirklich sehr, sehr schwer umsetzbar, das auch wirklich portabel zu machen. Wirklich mit meinem SSL2 das mitzunehmen ist aufwendig, dann braucht man so ein Aufnahmegerät. Jetzt ist das aber für mich auch möglich. Und halt aber auch insgesamt die Möglichkeit zu haben, in der Stadt zu drehen, mit vielen Hintergrundgeräuschen, macht das halt auch einfach nochmal zu einem perfekten Mikrofon. Es eliminiert Schall, es hat einen Hammerklang, wie ich finde. Man kann einen super verstehen. Das macht die YouTube-Videos auch wirklich so, dass man die auch gerne anschaut. Auf YouTube ist es ja auch noch wirklich so verbreitet, dass dann auch oftmals noch dieses Shure SM7B noch mit in so welche Vergleiche gezogen wird, weil das wirklich so, man sagt, das sei das Beste. Da wurde mir aber gesagt irgendwie, dass das zwar insgesamt die beste Klangqualität hat, aber man das erst so mit Nachbearbeitung erst so richtig nutzen kann. Also das ist eher noch für Nachbearbeitung ausgelegt und das wollte ich mir ehrlich gesagt nicht antun. Ich wollte direkt schon aus sozusagen Rohr schon einen guten Klang haben, wo ich dann nur noch ein bisschen was am EQ anpassen muss. Und außerdem das Shure SM7B, das kostet 400 Euro. Also, da finde ich das hier eher einfach nur besser, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt in meiner Notizen aufgeschrieben, dass ich eigentlich noch so einen Satz sagen wollte wie: das Shure SM58 2024 noch kaufen, ja oder nein? Ich finde, das ist eigentlich gar keine richtige Frage. Es ist einfach nur die Frage, ey, ist so ein dynamisches Mikrofon eigentlich etwas für euch, ja oder nein? Und ich finde, für mich ganz klar ja. Es ist nochmal etwas aufwendiger, so ein Audio Aufnahmegerät und so ein dynamisches Mikrofon mit Kabel rumzuschleppen, da ist ein Wireless-Mikrofon wirklich schon besser, aber da ist mir die Klangqualität dann einfach nochmal mehr wert und ich finde, das hört sich einfach Hammer an. Noch eine Sache, wo ich am Anfang auch noch Sorgen hatte, dass das Mikrofon sehr, sehr für Popgeräusche anfällig ist. Erstaunlicherweise sogar gar nicht. Klar, wenn man jetzt genau in das Mikrofon rein spricht mit Pop-Pop-Pop-Geräuschen, dann ist das klar, dass hier auch diese Popgeräusche entstehen. Wenn man aber etwas seitlich davon halt etwas wegspricht, dann hört sich das perfekt an. Man braucht auch keinen Popschutz, wie ich mir den auch am Anfang erst noch gekauft habe, unnötigerweise. So, das war's jetzt aber mit dem Video. Wie gesagt, ich kann euch das Mikrofon nur empfehlen und es ist keine Werbung hier, das habe ich einfach mir mal irgendwann gekauft. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.